Wir sind jetzt an der zweiten Location angekommen. Wir sind hier im Heidelberger Schlossgarten und die Location habe ich mir ausgesucht, weil sie zum einen sehr, sehr weitläufig ist. Das heißt, wir haben hier viel, viel Platz und auch zum anderen, weil es diese schönen Wände hier gibt, diese Steinmauern aus diesem roten Sandstein. Die Finn wurde inzwischen umgestylt. Sie hat blonde Locken bekommen, ein bisschen anderes Make-up und ein schönes Spitzenkleid. Und das passt gut zu dem Bildlook, den wir hier machen wollen. Wir wollen nämlich ein romantisches Bild hier schießen. Und neben dem Outfit und der Location ist es bei diesem romantischen Bildlook auch wichtig, dass man bei der Fotografie ein bisschen was beachtet. Und zwar ist es bei uns, bei diesem Bild jetzt wichtig, dass der Hintergrund sehr unscharf ist und die Finn schön freigestellt ist. Und für diese ästhetische Unschärfe im Hintergrund, die man auch Bokeh nennt, gibt es 6 Regeln, die ich euch jetzt noch erklären möchte. Regel Nummer 1. Je größer der Sensor in der Kamera ist, desto besser kann man diesen Effekt erzielen. Das heißt, mit einem sogenannten Vollformat-Kamerabody geht es einfacher als mit einem Crop-Sensor oder mit einer Kamera mit einem Micro Four Thirds-Sensor oder noch kleineren. Das heißt, da einfach mal schauen, was für einen Sensor habe ich. Je größer der Sensor, desto einfacher physikalisch ist es, diesen Effekt zu erzielen. Regel Nummer 2. Das Objektiv, die Brennweite. Je länger die Brennweite ist, desto besser kann ich diesen Effekt auch erzielen, weil der Bildwinkel wird schmaler und was im Hintergrund ist, wird einfach weniger, dadurch größer und homogener in der Unschärfe und durch die längere Brennweite wird auch der Bereich, der scharf ist, einfach ein bisschen kleiner. Regel Nummer 3, wieder beim Objektiv, diesmal die Blende. Bei der Blende ist es so, je weiter die aufgeht, desto mehr Licht fällt hinein zum einen, aber zum anderen auch, desto kleiner wird eben der scharfe Bereich, desto unschärfer wird der unscharfe Bereich. Das heißt hier, je offener die Blende, desto besser ist es. Sehr gut eignen sich deshalb für solche Fotos Festbrennweiten. Zum Beispiel, ich habe jetzt benutzt das 135 F2 von Canon, aber man kann auch sehr gut zum Beispiel ein 85mm 1.8 nehmen, ein 100mm 2 oder 2.8 oder auch ein 50mm 1.4 1.8. Regel Nummer 4, und wir kommen jetzt zur Gestaltung des Bildes, ist der Abstand von mir, von der Kamera zum Model. Je kleiner dieser Abstand wird, desto besser ist es. Also wenn wir hier einen kleinen Abstand haben, wird der scharfe Bereich wieder kleiner, die Unschärfe im Hintergrund dadurch besser. Wir haben natürlich hier ein Limit, das ist die Naheinstellgrenze. Bei meinem Objektiv zum Beispiel 90 cm, näher kann ich gar nicht ran, aber das reicht hier völlig aus. Der 5. Faktor ist der Abstand vom Model zum Hintergrund. Das heißt, je größer dieser Abstand ist vom Model zum Hintergrund, desto unschärfer wird dieser auch. Und der letzte, die Regel Nummer 6 ist, je homogener der Hintergrund von sich aus schon ist, desto schöner sieht am Ende ein Bild aus. Also sucht irgendwas, was eine bisschen gleichmäßige Struktur hat und nicht viele feine Dinge im Hintergrund. Das sind also die 6 Regeln für ein schönes Bokeh.